hier bin ich wieder. Ich stehe hier vor dem Schmetterlingsflieder oder Sommerflieder oder wie auch immer man das nennen mag. Sowas ist eigentlich ganz wichtig im Garten, denn es gehen tatsächlich auch Schmetterlinge dran. Natürlich viele Hummeln, Bienen, alles geht da dran. Und deswegen geht es heute mal um die Schmetterlinge. Es ist jetzt der 7. Juli, 7.7. Es naht vielleicht ein Gewitter, aber ich glaube nicht, dass es regnen wird. Der Sommer ist ja endlich ausgebrochen und dementsprechend sind hier auch die Schmetterlinge unterwegs. Und die werde ich jetzt mal zeigen und werde auch dazu schreiben, was für Nahrungspflanzen die Raupen brauchen. Denn es nützt ja nichts, wenn man die Nektarpflanzen hier hat, sondern man muss ja auch für die Raupen die entsprechenden Pflanzen da haben.